eines der wenigen Lieder, die ich gefühlt aus Frauenperspektive geschrieben habe. Und es geht um Mord. Hab ich schon gesagt, dass es um Mord geht? Sie waren zwei liebe Mädchen, ein Leben lang. Und es wäre so geblieben, gäb's gar nicht diesen Mann. Er hat geraucht und gesoffen, doch das war nicht so schlimm. Denn das war sein Problem, so hätt's bleiben können. Hätten ihn alle gelassen, wenn er Pinsel noch sein. Doch er war nicht nur zu sich, sondern auch zu anderen gemein. Selbst Kinder und Frauen hat er verhauen. Die sehen mich jetzt verängstigt und gequält. Hoffnungslos für die Welt, für ihn hat nichts nicht mal selbst gezählt. Doch irgendwann einmal geriet er an zwei Frauen, die haben das gemacht, was die anderen sich nicht trauen. Sie haben ihn umgebracht und er hat es verdient. Sie haben ihn klein gehackt, bis nichts mehr übrig blieb. Sie haben ihn umgebracht, niemand hat ihn vermisst. Sie haben ihn umgebracht, was ihm das Beste ist. Ein guter Mensch war, hat ihm nicht gereicht. Er wollte böse sein und das war nicht leicht. Aber mit den Jahren war er sehr gut trainiert. Und egal was er tat, ich fand sich selbst schockiert. Der Schock saß dafür, war allen anderen umso tiefer. Gebrochene Herzen, Seelen und Kiefer. Er selbst ist dabei im Moment weggekommen. Aber jetzt haben zwei Mädels ihm sich vorgenommen. Er hat nicht damit gerechnet und war recht überrascht. Und dann hat's ihn ganz übel dahin gerafft. Denn sie haben ihn umgebracht und er hat es verdient. Sie haben ihn klein gehackt, bis nichts mehr übrig blieb. Sie haben ihn umgebracht, niemand hat ihn vermisst. Sie haben ihn umgebracht, weil's nur das Beste ist. Ein Leben lang und es wäre so geblieben, gäb's da nicht diesen Mann. Er hat nicht damit gerechnet und war recht überrascht. Und dann hat's ihn ganz übel dahin gerafft. Den haben sie umgebracht und er hat es verdient. Sie haben ihn klein gehackt, ist nichts mehr übrig blieb. Sie haben ihn umgebracht.